Was geht ab, Ladies and Gentlemen? Es gibt Breaking News, meine Damen und Herren. Zum einen haben wir jetzt das Datum bekommen, wann die Pokémon Presents stattfinden wird. Falls ihr mit dem Begriff Pokémon Presents nichts anfangen könnt, dabei handelt es sich einfach um einen bereits aufgenommenen Livestream, ja, der veröffentlicht wird. Und in diesem Livestream dreht sich alles rund um Pokémon, also was wir dieses Jahr noch alles so erwarten können. Und das neue 7-Sterne-Terra-Raid-Event wurde ebenfalls angekündigt. Um welches Pokémon es sich handelt, wann wir denn jetzt die Pokémon-Präsenz bekommen, schauen wir uns doch das Ganze direkt an. Ich möchte mich aber noch ganz schnell bedanken für die 1000 Abonnenten auf meinem Zweitkanal. Weiß ich mega zu schätzen. Kuss. So, jetzt aber zunächst zur Pokémon-Präsenz. Also es wurde offiziell seitens Pokémon bestätigt, dass wir die Pokémon-Präsenz am 27. Februar 15 Uhr deutsche Zeit bekommen, ja, nicht verwirren lassen von 14 Uhr, das ist eine andere Zeitzone, 15 Uhr deutsche Zeit, das müsst ihr euch merken, am Montag. War ja auch irgendwie klar, dass die Pokémon Presents am Pokémon Day stattfindet, war, meine ich, die vergangenen Jahre auch so. Und wir wissen bereits, wie lange die Pokémon Presents gehen wird, nämlich 25 Minuten. Das ist lange. Ich freue mich auf jeden Fall. Werden wir zu 100% gemeinsam live im Stream schauen auf Twitch, ja? Link in der Beschreibung, folgt gerne schon mal rein und dann sehen wir uns spätestens Montag, ja wahrscheinlich eine Viertelstunde vorher, Montag, 27. Februar, 14.45 Uhr live auf Twitch, ja? Dort schauen wir uns dann die Pokémon Presents gemeinsam an. Wir haben auch einen kleinen Trailer bekommen und den schauen wir uns auch nochmal kurz an. 15 Sekunden geht der, die Zeit haben wir. Genau, das war der Trailer. sehr viel erste Generation. Die nächste Neuigkeit wird euch höchstwahrscheinlich den Boden unter euren Füßen wegziehen. Also ich musste erstmal 10 Sekunden auf einen Bildschirm starren, bis ich das gecheckt habe. Nämlich das Pokémon. Das nächste 7-Sterne-Terra-Raid-Event in Pokémon Karmesin und Purpur ist niemand anderes als Pikachu. Der Knirps hier, sprich, wir klicken mal kurz rauf. So, hab's mal auf Deutsch übersetzt und zurechtgezogen, dass wir zumindest irgendwas verstehen. Also, Pikachu mit dem Terra-Typen Wasser ist das nächste 7-Sterne-Raid-Event in Pokémon Karmesin und Purpur. Findet statt von 24. Februar bis zum 27. Februar. Das Interessante hierbei ist, dass 27. Februar nicht 0.59 Uhr die Endzeit ist, sondern 15.59 Uhr deutsche Zeit, ja? Sprich, eine Stunde nach der Pokémon Presents. Das ist schon sehr, sehr auffällig und es kann sein, dass wir danach direkt das nächste Terra Raid Event bekommen. Also Zusammenfassung, 24. Februar, sprich Freitag, 1 Uhr morgens Start und Montag 15.59 Uhr Raid Event Ende. Dementsprechend halt nicht das übliche Ende 0.59 Uhr. Ja, also ist schon auffällig so, ne? Ja, ansonsten halt so die Standardinformation. Terra-Typ Wasser habe ich ja schon gesagt. Trägt das Titanzeichen. Pro Spielstand kann nur ein Pikachu gefangen werden aus diesem Raid Event und mehr wissen wir dazu auch nicht. Ihr braucht kein Nintendo Switch Online, um dieses Raid-Event euch runterzuladen. Ihr braucht lediglich eine Internetverbindung, der Vollständigkeit halber noch erwähnt. Und ich denke, dann hätten wir all die Neuigkeiten, die wir jetzt so bekommen haben. Ja, meine Damen und Herren, dann würde ich sagen, zu guter Letzt, was für Erwartungen habt ihr an die Pokémon Presents? Wünscht ihr euch irgendwas? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr zukünftig nichts mehr verpassen möchtet zu Pokémon, lasst gern ein Abo da, würde mich sehr freuen. Ich möchte euch nicht länger aufhalten und sage, haut darin, kufft da in.